Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio ganz außen Professor Andreas Dittmann von der Universität Gießen. Er ist Geograf, aber ein ausgewiesener Kenner der Szene und der Gruppen, die dort eine Rolle spielen. Und ganz herzlich auch einen werten Kollegen von Deutscher Welle und dem WDR, Hakam Abdelhadi, in der Familie durchaus auch syrische Wurzeln, selbst Palästinenser. Ich möchte auch gern mit Ihnen beginnen. Aus Sicht eines oder von jemandem, der dort in die Region ganz enge Verbindungen hat, auch familiäre. Wie wird sowas beäugt in London? Nimmt man das überhaupt zur Kenntnis oder kommt das erst dann auch dort an, wenn wirklich das Geld geflossen ist? Also Deutschland hat ja seinen Anteil weitgehend bezahlt und hat etwas in Aussicht gestellt. Die Bundeskanzlerin hat diesen Betrag erhöht von 1,5 Millionen auf 1,2 und jetzt 2,3 Millionen. Es ist getan. Nur die anderen haben nicht nachgezogen und das ist sehr bedauerlich. Sie haben viele Versprechungen gegeben, die sie nicht eingehalten haben. Das trifft zu auch auf die Situation der Flüchtlinge in Europa, wo also Deutschland den Hauptanteil der Flüchtlinge bisher aufgenommen hat. Die Araber und im Allgemeinen die Menschen, die Flüchtlinge, sind für Deutschland sehr dankbar. Aber es ist so, dass das Fass ist voll und die Menschen wollen eine Veränderung haben. Vor allem ist man darum bemüht, dass die Hilfe in Syrien ankommt und in den Flüchtlingslager im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, damit die Menschen nicht hierher kommen. Dort sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, sollen Krankenhäuser, Unterkünfte gebaut werden. Und von daher ist es das, was sich da abspielt in London, ist sehr, sehr wichtig, weil ohne Geld, wie wir wissen, läuft nichts. Professor Dittmann, aber erstmal geht es den Menschen ja um die nächste Nahrung, muss man ja so knallhart formulieren. Die beobachten ja nicht die große Politik trotzdem. Ist das mehr symbolisch oder ist es tatsächlich etwas, was dann auch bei den Menschen unten ankommt und was sie auch ein Stück weit beruhigt, dass man sie nicht vergessen hat? Ja, das ist doch jetzt ein weiterer wichtiger Schritt, weil Europa, weil viele westliche Nationen massives Interesse daran haben, dass der Flüchtlingsstrom gestoppt wird. Massives Interesse hatte man ja bisher nicht so sehr daran, die Lebenssituation vor Ort zu verbessern. Da hat man lange zugesehen, da mussten sogar skandalös genug die Nahrungsmittelrationen pro Tag. Das war wahrscheinlich auch die Initialzündung, um es zu verstehen. Ja. Gekürzt werden. Und dann sind diese Nachrichten doch dann ferne Nachrichten aus Libanon, aus Jordanien, aus der Türkei, wo der UNHCR, der Vereinte Nationen Hochkommissar für Flüchtlinge, nicht mehr in der Lage ist, seinen eigenen Aufgaben nachzukommen, weil die Geber nicht genug zahlten. Aber als dann die aus den Lagern außerhalb Syriens sogar Flüchtenden vor der europäischen Haustür zu stehen, anzuklopfen und reinzukommen, da war das Problem nicht mehr ein ferner Weg- und Weit-Weg-Problem, sondern ein unmittelbares. Und das beflügelt natürlich dann die Zahlungsmoral. Welches Interesse haben die Amerikaner? Die US-Amerikaner geben auch eine Menge Geld, obwohl sie nur einen Bruchteil, das ist kaum zu vergleichen mit Europa, an Flüchtlingen haben. Sind das die geopolitischen Interessen, die da noch spielen? Ja, das sind geopolitische Beruhigungspillen, wobei man deutlich sagen muss, dass auch aus der Region selbst, Kuwait gehört zu den meisten Gebern überhaupt und gibt mehr als 500% dessen, was das eigentliche Soll ist. Also wenn man am Soll misst, wer jeweils mehr gibt, dann gibt es eine ganze Reihe von Staaten. Alle Benelux-Staaten gehören dazu, Großbritannien. Deutschland hat etwa 152% dessen gegeben, was eigentlich das Soll gewesen wäre, also deutlich darüber hinaus und jetzt nochmal aufgestockt. Das sind ganz deutliche Zahlen. Kanada etwa, immer viel gelobt, auch mit großen Zahlen bei Geberkonferenzen dabei, gibt genau so viel, wie das Soll ist. Und bei vielen anderen Staaten, etwa Frankreich eingeschlossen, ist man weit unter Soll, Frankreich etwa im Bereich der Hälfte dessen, was eingezahlt werden sollte. Aber es hat sich jetzt viel geändert. Wir hatten ja bisher auch häufiger die Situation, dass einiges versprochen und man auf Konferenzen sich einig war und am Schluss über ein Abschlusspapier sich gratulierte und sich dann nicht viel bewegte. Das scheint diesmal ganz anders zu sein. Meine Herren, damit sind Sie auch sofort wieder im Spiel, Professor Dittmann. Und der geschätzte Kollege Abdelhadi. Wir kommen noch mal darauf zurück, was wir gerade gehört haben, nämlich auf die Ergebnisse dieser Geberkonferenz. Solche Konferenzen machen Sinn, zum einen aus der Symbolik, zum anderen natürlich, weil auch echte Hilfe beschlossen wird. Jetzt muss das Geld nur noch fließen. Was
für einen Beitrag leistet Deutschland, was für einen Beitrag beispielsweise Kuwait? Nicht in Zahlen, aber von der Bedeutung her. Kuwait ist ja mindestens schon mal die gleiche Religionsgemeinschaft. Also Kuwait, soweit ich die Zahlen hier, ich darf hier klauen, bei Ihnen gucken. Kuwait sollte 56,6 Millionen Euro bezahlen, zahlt aber 313, also ungefähr fünffach oder wie? Ja. Fünffach. Deutschland sollte 446 Millionen zahlen, zahlt mehr, 679. Russland dagegen sollte 683 Millionen zahlen, zahlt aber nur 1%. Das heißt, Russland, nach meiner Interpretation, ist nicht daran interessiert, den Syrern zu helfen, sondern eigentlich sein Diktat zu stempeln, also sich durchzusetzen militärisch. Aber da kommen wir später drauf. Wir kommen dazu. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns auch auf die Gefahren, dass der Dolmetscher vielleicht nicht mehr da ist, beziehungsweise die richtige Leitung und wir auch am Ende unserer Sendung sind. Ganz kurz, meine Herren, eine schnelle Analyse. Herr Abdelhadi, jetzt ist entschieden, dass Geld kommt. Wie geht es jetzt weiter? Was muss als erstes passieren? Als erstes, finde ich, sollten Projekte in Gang gesetzt werden, die wirklich den Menschen Arbeit, Unterkunft, Schulen, Gesundheitswesen ermöglichen. Das heißt, das Programm hat eigentlich der deutsche Entwicklungsminister schon geplant. Und es geht um die Umsetzung, um diese Gelder, die jetzt kommen, werden sie kommen oder nicht. Und dann muss man sofort nach der Devise, gib mir nicht einen Fisch, sondern bring mir das Angeln bei. Also, dass die Menschen dort versuchen, zurechtzukommen. Das finde ich die beste Möglichkeit. Professor Dittmann, das Geld ist jetzt bewilligt, aber bis es da ist, vergeht ja ein bisschen Zeit. Was ist Ihre Prognose? Wie lang? Wir haben ja Jordanien, Libanon und die Türkei gehört. Man hat Geduld, man will seinen Teil dazu beitragen. Glauben Sie, dass das so funktionieren wird? Ja, ganz wichtig ist vor allen Dingen auch die symbolische Wirkung. Denn der Flüchtlingsstrom schwoll an im März vergangenen Jahres, als man in Syrien jede Hoffnung aufgegeben hatte und sagte, den Europäern sind wir sowieso gleichgültig. Und das wichtige Zeichen ist jetzt durch die Geberkonferenz zu zeigen, auch bevor Geld konkret geflossen ist, dass das doch nicht so ist, sondern dass sich Europa um die Flüchtlinge aus Syrien vor Ort kümmert.